Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo mit dem 14. Teil meiner Barlo-Spielserie. Heute mache ich Akt 1 Bounties mit meinem HC-Charakter. Normalerweise würde ich sogenanntes Split-Bounty-Farming machen. Und eigentlich sollte ich auch meine Enchantress mitnehmen. Ich mache das jetzt mal. Es ist zwar höchst unwahrscheinlich, dass ich das Zeitliche segne, wenn ich es nicht tue, auf Normal, aber ich will mir nachher nicht irgendwie, keine Ahnung was, mache ich irgendeinen Fehler, dann selber vorwerfen, dass ich ja auch mit Follower hätte spielen können, also nehme ich den Follower mit. Normalerweise in den Bounties nehme ich ihn raus, wenn ich Split-Bounties mache, weil ich ansonsten jedes Mal das Fenster bekomme, dass sie abhaut und dass sie wiederkommt und so weiter und so fort, wenn weitere Leute joinen. Heute möchte ich mal über das Thema Toughness reden. Toughness ist ein Wert, der deutlich, deutlich besser ist als das, was früher angezeigt wurde, nämlich die, was heißt früher angezeigt wurde, man konnte sich letztlich die Toughness errechnen, aber früher hat man halt die Hitpoints angezeigt bekommen und die sind kein extrem aussagekräftiger Wert, wenn es darum geht, wie kann mein Charakter gut überleben. Toughness ist ein Wert, der berechnet wird aus insgesamt euren Trefferpunkten und der Senkung des Schadens durch Rüstung, Resistenzen und Dodge. Ich glaube auch Block wird mit eingerechnet. Block wurde mal nicht mit eingerechnet, ich glaube Block wird mittlerweile mit eingerechnet. Ein ganz, ganz hohes, hohes, hohes Maß an Vorsicht ist angesagt, gerade bei Hardcore-Charakteren, wenn wir von Demon Huntern und Monks reden. Ich habe das zwar schon oft erwähnt, aber ich werde nicht müde, das weiterhin zu erwähnen. In Toughness wird der Dodge-Wert eingerechnet. Nehmen wir mal an, ihr hättet sonst keine weitere Form der Schadenssenkung und ihr habt 500.000 HP und 50% Dodge. Dann hättet ihr einen Toughness-Wert von 1 Million. Verglichen mit jemandem, der 500.000 Lebenspunkte hat und eine 50%ige Schadensreduktion, der hätte auch 1 Million Toughness. Der, ich sag mal einfach Demon Hunter, dann kann man sich das ganz gut vorstellen, mit dem hohen Dodge-Wert, wird zwar auf lange Sicht im Mittel genauso viel Schaden nehmen wie der andere, aber nehmen wir mal an, einfach mal Asmodan auf Torment oder keine Ahnung, auf irgendeiner Schwierigkeit, der macht so ein Meteor und dieser Meteor scheppert. Der schlägt ein für 75%, also nicht 75%, ich sage einfach mal, der schlägt ein für 750.000. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das stimmt, nur um unser Beispiel zu nehmen. Der Charakter mit der 50%igen Schadensreduktion wird einen Meteor, so er den voller HP hat, immer überleben. Immer. Egal was passiert. Wenn er volle HP hat und ein Meteor kommt, der macht 750.000 Schaden. Die Hälfte davon wird abgezogen, sind 375.000. Das heißt, 125.000 HP bleiben bei demjenigen übrig, der eine Schadensreduktion hat. Der Demon Hunter mit seinen 50% Dodge hat eine 50-50 Chance, das Ding zu überleben. Entweder er dodgt und überlebt, oder er dodgt nicht und stirbt. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, gerade falls ihr auf HC spielen solltet. Dodge, ganz, also böse formuliert, ist Dodge nur ein Appel und ein Ei wert, während Mitigation großartig ist. Im Zweifelsfalle sollte man, glaube ich, also als, zumindest als Demon Hunter, ich weiß nicht, ob es beim Monk auch so krass gilt oder ob der Monk ansonsten noch so starke Survival Abilities hat, dass das nicht so eine große Rolle spielt, aber in Richtung einer höheren Toughness zielen, abzielen, als man es bei anderen Klassen tut, ganz einfach, weil eine Serie von nicht gedodgten Attacken deutlich mehr wehtut, wenn man dieselbe Toughness hat wie ein Charakter, der eben nicht auf Dodge basiert. So, das mal als allerwichtigster Punkt. Ich glaube, Demon Hunter sind auch die Hardcore-Charaktere, die am häufigsten und am frühesten sterben. Mal ganz abgesehen davon. Dann noch ein wichtiger Punkt. Ihr werdet feststellen, wenn ihr Gegenstände umschmiedet oder andere findet, dass Vitalität und Leben Prozent den Toughness-Wert am meisten erhöhen. Das ist auch logisch, muss auch so sein. Das ist aber nicht immer gut, das zu tun. Also
zu versuchen, nur den Toughness-Wert zu erhöhen. Denn ihr habt eigentlich immer irgendeine Art von Heilung pro Sekunde. Ihr könnt euch einen Wert anzeigen, der Healing heißt, wo steht, das ist die Heilung pro Sekunde. Da ich keinen besseren Wert habe, den man pauschal benutzen kann, denn es ist eine Mischung aus Life on Hit, Life per Second, ich glaube sogar Life per Kill und Health Globe Bonus. Und es ist unglaublich schwer zu sagen, wie viel er tatsächlich an effektiver Heilung bekommen wird. Das hängt davon ab, welchen Proc-Koeffizienten der Skill hat, den ihr benutzt, ob ihr laufen könnt und laufen müsst, zum Beispiel, weil ihr in der Zeit nicht viele, manchmal sogar gar keine Skills auslösen könnt, die live on hit procken. Ein Live-After-Kill-Bonus ist irrelevant, wenn ihr zwischendurch nichts killt. Den könnt ihr also dann in dem Fall nicht mit einrechnen, zum Beispiel in einem Bosskampf. Dasselbe gilt für Health-Globe-Boni, die eben nur etwas bringen, wenn tatsächlich Health-Globes liegen, die ihr nehmen könnt und so weiter und so fort. Aber es gibt zumindest diesen Wert, auf den man mal gucken kann. Ich kann das gleich mal im Character-Sheet mal machen, oder ich mache es jetzt mal. Da steht ein Wert von Healing 8750 Heilung pro Sekunde. Wenn ihr eure HP erhöht, ohne jemals eure Resistenzen zu erhöhen oder eure Rüstung zu erhöhen. Übrigens, das ist ein sehr, sehr irreführendes Ding, dieser Rüstungswert in Diablo 3. Aus einem relativ einfachen Grund, weil die meisten MMOler oder die meisten Spieler ihn intuitiv falsch lesen oder falsch verstehen, mich eingeschlossen. Ich habe gedacht, das ist Rüstung und von Rüstung wissen wir, das senkt ja üblicherweise den physischen Schaden, den Nahkampfschaden. Dem ist in Diablo 3 nicht so. Rüstung ist identisch mit alle Resistenzen. Rüstung vermindert jede Art von Schaden, auch magischen Schaden, Elementarschaden. Jede Art von Schaden wird durch Rüstung gesenkt. Dabei als Faustregel gilt, um eine Entsprechung zu finden, nehmen wir mal an, ich habe die Wahl zwischen 300 Rüstung und 90 auf alle Resistenzen. Ein Verhältnis von knapp 1 zu 10. Also 100 Aures würden 1000 Rüstung entsprechen. Wenn wir uns Items angucken, werden wir feststellen, dass die Items auf den meisten Slots, glaube ich, irgendwie zwischen 300 und 400 Rüstung maximal rollen können. Schilde sind eine Ausnahme, vor allen Dingen Bruststücke sind eine Ausnahme. Brust kann, glaube ich, bis fast 600 rollen. Die meisten Items, die legendären zumindest, aber können bei allen Resistenzen auf 100 rollen. Wenn wir also wissen, dass das Verhältnis von Rüstung zu alle Resistenzen 1 zu 10 ist, wissen wir auch, dass wenn wir die Wahl haben zwischen Rüstung und alle Resistenzen, wir immer alle Resistenzen wählen sollten. Es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel beim Mönch mit seinem bestimmten Talent One with Everything, wo er seine höchste Einzelresistenz zu seinem All-Res-Wert machen kann, aber grundlegend, wenn ihr die Wahl habt, ob ihr zum Beispiel, wenn ihr wegschmieden wollt, aus irgendeinem Grund, schmiede ich lieber Armor weg oder schmiede ich lieber All-Res weg, ist normalerweise Armor wegschmieden die bessere Wahl. Kostet euch weniger Toughness. Kommen wir aber nochmal zu dem großen Problem des verfälschten Wertes von Toughness durch das Stacken von möglichst viel Life. Erstmal solltet ihr ein ganz, ganz wichtiges Ziel haben, wenn ihr versucht, Toughness aufzubauen. Und das Ziel ist, alle gefährlichen Situationen und Damage Spikes, also alle großen Spitzen von Schaden, unmittelbar und ohne Heilung überleben zu können. Umgekehrt gilt, nicht nur eigentlich, wenn ihr auf Hardcore spielt, sondern umgekehrt gilt, solltet ihr regelmäßig in die Situation kommen, in denen euch Spike Damage killt, solltet ihr auf einer niedrigeren Schwierigkeit spielen. Zum Thema, auf welcher Schwierigkeit spielen oder man spielen sollte, werde ich auch noch mal ein getrenntes Video machen. Manche Leute überschätzen den Bonus von hohen Schwierigkeitsgraden verglichen mit der erhöhten Schwierigkeit, die diese haben. Manche Leute glauben, es wäre das Beste, immer auf der höchsten möglichen Schwierigkeit zu spielen, die man schafft. Das ist für HC sowieso schon mal falsch, aber es ist auch für Softcore eigentlich fast immer falsch. Aber dazu werden wir nochmal im Detail kommen. Erstmal wollen wir möchte ich über dieses Toughness-Thema weiterreden. Wenn wir erreicht haben, dass wir alle Schadensspitzen problemlos oder ohne große Probleme überleben, für den Softcore-Modus gilt wiederum alle halbwegs normalen Schadensspitzen.
Es gibt immer Arten von Schadensspitzen, die extremst selten vorkommen und nur bei bestimmten Champion-Pack-Kombinationen und im Doppelpull mit dem Rift Guardian. Für HC möchte man auch die nach Möglichkeit möglichst gut und lange überleben, aber für Softcore kann man sagen, ja gut, in so einer Situation stirbt man halt mal. Das ist nicht so schlimm. Man würde zu viel verlieren, würde man versuchen, seine Toughness zu erhöhen, dass man auf, sagen wir mal, Torment 1 oder 2 wirklich jede noch so üble Kombination von schlimmen Dingen, die passieren kann, verhindern wollen durch mehr Toughness. Also sobald dieses Ding erreicht ist, dass man genügend Toughness hat, um diese schlimmen Situationen zu überleben, denn das sollte man grundsätzlich mal immer können, ist es eine Frage, wie viel Heilung man regelmäßig bekommt. Nun, es gibt Leute, die haben überhaupt keine Heilung auf ihrem Equipment, wobei man dazu sagen muss, es gibt Paragon-Punkte, die man da reinsetzen kann. Heilung wird effizienter, je mehr Mitigation man hat, also je mehr Schaden man selbst verhindern kann. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Charakter hat eine gesamte Reduktion des erlittenen Schadens um 80%. Und ein anderer Charakter hat eine gesamte Verminderung des erlittenen Schadens um 90%. Ein ganz wichtiges Ding, was man hier verstehen muss, ist, dass das kein Unterschied von 10% ist, sondern einer von 100%. Derjenige, der 80% Schadensreduktion hat, bekommt doppelt so viel Schaden wie diejenige, der 90% Schadensreduktion hat. Das ist übrigens etwas, was Leute auch immer wieder missverstehen, wenn man darüber redet, dass Leute glauben, es gäbe auf Rüstung zum Beispiel einen Diminishing Return, weil ihnen nur mal als aus der Luft gegriffenes Beispiel 1000 Rüstungen eine Schadensreduktion von 50% gibt, aber 2000 Rüstungen nicht eine von 100, sondern eben nur von 75. Sie glauben, das wäre ein Diminishing Return, es ist aber nicht so. Tatsächlich machen beide das Gleiche. Sie halbieren jeweils den Schaden, den man bekommt. Wir haben wieder dieses Beispiel mit den 90% Reduktion und den 80% Reduktion. Nehmen wir mal an, ich habe einen Heilungswert von 10.000. Auch mal wieder aus der Luft gegriffen. Ich persönlich habe ein bisschen weniger, andere werden ein bisschen mehr haben. Gibt möglicherweise Hardcore-Charaktere, die ein bisschen mehr haben. Wenn jetzt Mobs, also Monster, an mir mit egal was, mit einer Mischung aus allem, was sie so machen, 100.000 Schaden pro Sekunde machen, dann verliere ich effektiv gesehen keine HP, so ich denn 90%ige Schadensreduktion habe, weil ich im Prinzip meinen Heilungswert mit 10 multiplizieren kann. Wenn ich hingegen nur eine 80%ige Schadensreduktion habe, dann werde ich zwar auch um 10.000 geheilt, bekomme aber 20.000 Schaden pro Sekunde. Verliere also HP. Daher ist mein Tipp, und ich muss den selber auch beherzigen, dass ab einem gewissen HP-Wert, ich kann euch nicht wirklich im Detail sagen, wie er für wen wo liegen mag. Er liegt, den Teil könnt ihr schon mal mitnehmen, für Demon Hunter und Monks etwas höher, denke ich mal allgemein, weil die ein bisschen mehr auch eben HP brauchen, um dem Problem des entweder ausweichen oder nicht ausweichen Herr zu werden. Ich sag einfach mal, ich schätze, meiner ist jetzt bei 600.000, ich schätze, zwischen 400.000 und 500.000 ist einer, der vermutlich im grünen Bereich ist. Ab da macht es vermutlich sehr, sehr, sehr viel Sinn, auf eine Schadensverminderung zu gehen. Und dort wiederum macht es Sinn, in den allermeisten Fällen alle Resistenzen gegenüber Rüstung zu bevorzugen. Es gibt auch noch andere Boni,
Ich muss auch mal irgendwann ein Video machen über das, was ich mal Hidden Stats nennen würde. So versteckte Stats, die eben nicht auf dem Charts-Sheet auftauchen. Es gibt zum Beispiel auch noch Schadensreduktionen gegen Elite. Mal abgesehen davon, dass es auch eine Schadenserhöhung gegen Elite gibt, die wiederum eine der besten Damage-Stats ist, die es gibt. Wenn ihr euch jemals fragen solltet, was sind die besten Ringe, die man haben kann, werde ich euch eine Antwort geben, die für alle Klassen immer gültig ist. Der erste, der Questbelohnung oder der Bounty-Belohnungsring aus Akt 1, der Grandeur-Ring. Zweite, Stone of Jordan mit der entsprechenden Schadensart drauf, die ihr gerade macht. Ich habe hier auch ein Beispiel parat, nämlich ein Stone of Jordan mit 19% Fire Damage und mit 30% Elite Damage. Der erhöht mein Paper DPS kaum gegenüber einem Trifecta-Ring. Es gibt bestimmt Trifecta-Ringe, wenn ich die anlegen würde, die mir auf dem Papier anzeigen würden 20% Schadenserhöhung, die tatsächlich aber schwächer wären als dieser Ring. Es gibt also auch Schadensreduktionen, zum Beispiel gegen bestimmte Schadensarten auf Ice Climbers. Auf den Eiskletterern ist eine Schadensreduktion gegen Frost allgemein drauf. Und es gibt reduzierten Schaden von Elite. Das ist der auf dem Aukid-Set, glaube ich. Ist Aukid oder Blackthrawn? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Solche Reduktionen sind unglaublich wertvoll. Gerade dann, wenn man halbwegs brauchbare Werte an Heilung pro Sekunde hat. Solltet ihr aus irgendeinem Grund, ich hatte zum Beispiel mal so ein Equipment mit meinem Wizard, überhaupt keine Heilung pro Sekunde haben, weder Life on Hit noch Life-Regeneration, dann ist erstmal eine Schadensverminderung durch Resistenzen oder Rüstung nichts, was euch besonders weiterhelfen sollte. Auf der anderen Seite glaube ich, auf lange Sicht sollte man auf jeden Fall versuchen, irgendwelche Art von regelmäßiger Heilung bekommen. Abgesehen natürlich, man muss letztlich ja auch, abgesehen von den Globes, die ich gerade habe und die ja immer spawnen und ob man einen Bonus darauf hat oder nicht, sie heilen einen. Und natürlich der Healing Potion, die man auch immer hat. Also ist es, insofern war es etwas falsch, wenn ich sage, es gibt Leute, die spielen komplett ohne Heilung. Grundsätzlich hat ja jeder Zugriff auf Healing Potions, die allerdings prozentbasierten Wert heilen und wo das Gesagte dann nicht gilt. Ich muss gerade überlegen, ob es nicht oder nur nicht in dem Maße gilt. Ich sage jetzt einfach mal nicht gilt. Ich habe gerade überlegt, hätte ich das Ganze jetzt als Posting gemacht, dann würdet mich möglicherweise nach einer TLDR-Version fragen. Was für diejenigen, die nicht wissen, was das bedeutet too long didn't read, nach dem Motto, du schreibst viel oder du in dem Fall sagst viel. Fass das bitte nochmal kurz zusammen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Versucht einen Trefferpunktewert zu bekommen, der im Wohlfühlbereich liegt, sodass ihr alle üblichen Schadensspitzen überlebt. Ich sag mal, ein, zwei Molten-Explosionen sollten drin sein. Ein paar Ticks vom Arkanlaser sollten drin sein. Idealerweise solltet ihr von den Bullen angecharged werden können und nicht gleich umkippen. Ihr solltet von den Hammerfürsten Schläge überleben und so weiter und so fort. Und am besten mehrere. Sobald ihr das habt, ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, zwischen 400 und 500.000 HP, ist es vermutlich die beste Wahl, auf eine Senkung des erlittenen Schadens zu gehen. Auch dann, oder wiederum dann, am besten auf alle Resistenzen und nicht zwingend auf Rüstung. Und es macht Sinn, Talente hinzuzunehmen, die, oder nicht nur Talente hinzuzunehmen, ach, ich will wieder was aufheben und habe überhaupt keinen Platz mehr, ist egal, sind gelbe Items, so wichtig ist das jetzt erstmal nicht. Es gibt Items, die als Boni zum Beispiel einen verringerten erlittenen Schaden von Elite-Gegnern haben, wobei ich persönlich noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob das auch für sämtliche Elite-Affixe gilt. Sprich, ob gesenkter erlittener Schaden durch Elite auch die Void-Zones betrifft, die Elite hinterlassen. Noch ein Tipp. Es gibt Amulette mit einer Vollresistenz gegen bestimmte Schadensarten. Es gibt zum Beispiel ein Amulett, das Arkanschaden komplett negiert. Die rotierenden Laser, Arkan verzaubert, sind Arkanschaden.
Würde man dieses Amulett tragen, würde man von diesen Lasern keinen Schaden mehr bekommen. Mehr noch, wenn man sich reinstellt, sogar ein bisschen von denen geheilt werden. Und es gibt einen Bonus vom Blackthorn Set, das ist der 4er-Set-Bonus, der dafür sorgt, dass ihr immun seid gegen die Affixe Geschmolzen, Molten, Desecrator, ich weiß nicht, was genau Desecrator auf Deutsch ist, und Plagued, komplett immun seid. Und als wichtige Anmerkung für Molten gilt, Molten hat einerseits so einen Ground-Effekt, also so eine Lache, und dann diese Molten-Explosion, die gefährliche, die jeder von uns, glaube ich, gerade, also nicht nur die Hardcore-Charaktere, die jeder von uns schon fürchten gelernt hat. Das macht immun gegen beides. Also man kann sich durchaus überlegen, zumindest für die HC-Charaktere mag das gelten, ich denke, für die Softcore-Charaktere wird sich das meistens nicht lohnen, ob es nicht interessant ist und ob man es nicht irgendwie hinbekommen kann, den 4er-Bonus vom Blackthorn-Set mitzunehmen oder und den, das Amulett anzulegen, das einen immun macht gegen die für einen persönlich gefährlichste Schadensart. Bei mir kann ich das relativ klar benennen. Bei mir ist das fast immer der Arkan-Laser, der mich in die größten Schwierigkeiten bringt. Ja, so viel zum Thema Toughness, EHP, Schadensreduktion. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr unseren Channel abonniert und mir einen Daumen nach oben gibt. Und sage, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich verspreche immer jedes Mal, dass ich reinschaue in die Fragen, die wir unter den Videos hatten, und muss gestehen, dieses Thema habe ich mir jetzt selber ausgesucht, weil da in den vergangenen Videos ein paar Mal nachgefragt wurde. Ich gucke aber noch mal gerade rein in das Video von gestern, ob ich noch irgendeine Frage sehe, die mir spontan auffällt, die ich vielleicht noch auf die Kürze beantworten kann. Da gab es noch eine Frage, wo ich schaue, bei welchen Akten und Bossen was droppt. Die ist aber beantwortet worden in Form von zwei Links. Eine Frage nach der Meinung zum aktuellen Crusader. Da habe ich keine wirkliche Meinung. Ich tue mich da immer sehr, sehr schwer bei Klassen, die ich nicht selber exzessiv gespielt habe. Ich weiß, dass er jetzt gerade gebufft wurde. Ich weiß, dass viele Crusader glaubten oder meinten, er ist zu schwach. Andererseits meinen die Leute immer, ihre Klasse ist zu schwach. Ob ich mal Path of Exile gezockt habe, ich habe es angezockt und fand es nicht gut. Also ich fand es nicht interessant einfach. Hätte sich vielleicht geändert, hätte ich es mehr gespielt, das weiß ich nicht. Und ob ich was zum Dornenschaden erklären kann, kann ich, also ich kann erklären, wie er funktioniert. Das ist ein Schaden, der prockt, wenn Gegner auf dich draufhauen und den Schaden dann zurückwirft. Ich glaube nicht, dass das grundlegend eine Mechanik sein wird, auf die ich jemals ein Bild auslegen würde. Ich glaube, das wird, wenn überhaupt, immer ein Fun-Bild sein, um zum Zeitpunkt, wo dieser Dornenschaden in irgendeiner Art und Weise relevant wird und man tatsächlich mit zurückgeworfenem Schaden irgendwas Wichtiges farmen könnte, gehe ich davon aus, dass er genervt wird oder würde. Vielleicht beschäftige ich mich irgendwann noch mehr damit, aber das ist eher eine Exoten-Spec, die, also ich glaube auch, ich weiß gar nicht warum, ich glaube beim Crusader war sie deshalb wichtig, weil er noch ein passives Talent hatte, was den Dornenschaden bufft. Aber ich habe mich noch nicht sehr damit beschäftigt. Also, ich wünsche euch in diesem Sinne ein schönes Wochenende und sage, wenn ihr Fragen habt zum Thema Diablo 3, stellt sie in den Kommentaren, vielleicht kann ich sie ja beantworten. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.